Wie du es in einer Minute schaffst, einzuschlafen, erzähle ich dir in diesem Video. Bleib bis zum Ende hin dran. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nico Lorenz, Physiotherapeut und Atemtrainer. Und wenn das Video für dich interessant ist, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Hier wirst du regelmäßig neue Videos über die Atmung bekommen. Wie schön wäre es, wenn man es schafft, in einer Minute einzuschlafen? Normalerweise braucht man 10, 15, 20 Minuten lang, um einzuschlafen. Normalerweise braucht der durchschnittliche Deutsche 20 Minuten, um einzuschlafen. Wenn man es schafft, in einer Minute einzuschlafen, würde man damit in der Woche 2 Stunden seines Lebens sparen. Außerdem hättest du natürlich dann ja auch viel mehr Lebensqualität, beziehungsweise dein Schlaf wäre, dein Einschlafen wäre verbessert und durch die Technik, die ich dir gleich zeige, schaffst du es auch noch besser zu schlafen. Also ganz viel spricht dafür, dass man die Technik kennen sollte. Seit einigen Monaten ist allerdings eine andere Technik sehr publik geworden, nämlich die Navy SEAL Methode. Vielleicht hast du die auch schon mal kennengelernt. Früher haben wir sie in der Physiotherapie Entspannungstherapie nach Jacobsen genannt. Die ist auch schon sehr, sehr alt und bestimmt schon 50, 60 Jahre sehr erfolgreich auch in der Therapie von zur Entspannung, Achtsamkeit. Vielleicht hast du sie auch unter dem Namen schon mal kennengelernt. Wenn nicht, ich erkläre sie dir einmal. Sie ist ganz einfach. Nämlich, du legst dich hin, entspannst dich und dann machst du dir bewusst, nach und nach fängst du dann mit dem Gesicht an und fängst erstmal an, dein Gesicht zu entspannen. Lässt dein Kiefer locker, so dass du wirklich merkst, dass langsam Ruhe reinkommt. Dann machst du mit den Schultern weiter, dann mit den Armen, mit den Beinen und dann mit dem Bauch. So, und dadurch möchtest du Einfluss auf dein zentrales Nervensystem nehmen. Wobei man so oder so sagen muss, dass das zentrale Nervensystem die entscheidende Rolle spielt, ob du einschlafen kannst oder nicht. Besonders wir reden von einer Unterkategorie vom zentralen Nervensystem, nämlich dein Parasympathikus. Vielleicht kennst du den Parasympathikus. Der ist der Gegenspieler zum Sympathikus, der für die Aggression, für Kampf oder Flucht steht. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler dazu. Also wenn du gut gegessen hast, dich gerade hinlegst oder dich hinsetzt und du merkst auf einmal, boah, das ist ja jetzt gemütlich. Vielleicht bekommst du auch noch bessere Laune dazu. Also du wirst runtergefahren. Alles, was dich hier runterfährt, spielt auf deinen Parasympathikus ein. Die Navy SEAL Methode oder die Entspannungstherapie nach Jacobsen, wie sie auch genannt wird, spielen alle dazu ein, dass du auf deinen Parasympathikus positiv wirkst. Ich kenne noch eine andere Technik, die habe ich dir auch schon mal vorgestellt, die meiner Meinung nach noch viel effektiver deinen Parasympathikus ansteuert. Es geht nämlich um die 4-7-8 Methode. Die 4 steht fürs Einatmen. 4 Sekunden lang einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten und 8 Sekunden lang ausatmen. Also 4 Sekunden ein, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Anschließend bitte nicht ins Hyperventilieren kommen und wieder. Hol dir ganz entspannt den Atem wieder rein. Das geht, auch wenn es ungewohnt erstmal zum Anfang ist. Die ersten 2, 3, 4 Tage wirst du so oder so das Gefühl haben, boah, die ist aber anstrengend, die Atmung. Ich weiß, nach dem 4., 5. Tag wirst du merken, hey, das fährt mich ja super runter. Viele haben dann tatsächlich sogar das Gefühl, dass sie vom Geist her noch wach sind, aber dass der Körper nach und nach einschläft. Das ist ein total abgefahrenes Gefühl und das von jedem nur zu beschreiben, der das auch wirklich schon mal gespürt hat. Also, die 4-7-8 Methode, eine super effektive Übung, um schnell einzuschlafen. Tatsächlich kann man damit unterhalb von einer Minute einschlafen. Dafür wiederhol die Technik, also du atmest ein, hältst es 7 Sekunden, 8 Sekunden ausatmen, dann holst du den Atem für einen Atemzug wieder rein und dann fängst du wieder an. Das machst du insgesamt in 3 Durchläufen.
Nach dem dritten Durchlauf versichere ich dir, du wirst entweder runtergefahren sein, sodass du bald einschlafen wirst, oder du wirst während der Technik einschlafen. Nach dem dritten bzw. fünften Durchlauf, da ist so gut wie jeder weg. Also schreib mir mal gerne in die Kommentare, bei welchem Atemzug, beim dritten, vierten oder fünften, hast du gemerkt, dass du langsam so am Eintrüben bist. Würde mich mal wirklich interessieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib es mir doch mal gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir ganz viel Luft, ein paar wunderschöne Tage und bis zum nächsten Video. Dein Nico.